Mein Name ist Annika Herwig und ich habe hier eine Eminöter-Forschungsgruppe an der Uni Hamburg. Und wir arbeiten hier an saisonalen Anpassungen von Säugetieren. Und uns interessiert eigentlich, wie sich Tiere im Lauf eines Jahres verändern und wie das reguliert wird. Wir haben hier Jahreszeiten und da verändert sich eben ganz, ganz stark die Umwelt. Also die Tage werden kürzer, die Außentemperatur sinkt ab und es gibt eben immer weniger zu fressen im Winter oder zum Winter hin. Und Tiere, die eben in solchen Gebieten leben, haben so ganz, ganz krasse Anpassungen entwickelt, um sich daran an oder um diese Zeiten eben zu überstehen. Wir arbeiten mit ungarischen Zwerghamstern. Das sind so kleine bräunliche Hamster, die es auch in Zoohandlungen zu kaufen gibt. Die kommen aus Sibirien oder aus Südwestsibirien, Nordostkasachstan. Da ist das Verbreitungsgebiet. Und da sind natürlich ganz, ganz extreme klimatische Bedingungen und saisonale Bedingungen. Im Winter ist da extrem kalt, im Sommer extrem warm. Und die haben eben ganz extreme physiologische Anpassungen entwickelt, um das eben zu überleben. Und mit denen arbeiten wir und die sind super. Wir nehmen ihn jetzt her als Tiermodell für einen Energiehaushalt. Das ist das, was uns am meisten interessiert, weil die da eben so starke Unterschiede haben zwischen Sommer und Winter. Und das ist natürlich ein brandheißes Thema, denn Energiehaushalt und Fettleibigkeit wird ein immer größer werdendes Problem, natürlich auch in der Gesellschaft. Und wenn man versuchen will, da irgendwie gegenzusteuern, dann muss man natürlich erstmal wissen, wie das überhaupt funktioniert. Wie wird Körpergewicht reguliert und wie wird der Energiehaushalt reguliert? Und was sind da vielleicht dann die Ansatzpunkte, wo man manipulieren könnte? Wir sind noch sehr weit entfernt von irgendwelchen angewandten Sachen und das ist auch nicht mein primäres Ziel. Aber man muss es verstehen. Und dann ist es natürlich super, wenn man so ein Tier hat, das natürliche extreme Körpergewichtsschwankungen hat und man dann eben gucken kann, ne, was ist denn da unterschiedlich, wenn das Tier dünn ist oder wenn das Tier dick ist. Also ich war schon immer völlig tiernärrisch, sehr zum Leidwesen meiner Familie. Die wollten immer alle keine Haustiere und ich wollte unbedingt Haustiere und fand alles gut, was irgendwie vier Beine hat und krabbeln konnte. Und diese Hamster sind sehr klein, das heißt, man muss da sehr akkurat sein, wenn man irgendwas macht. Und das ist das Einzige, wofür ich diese Akkuratheit aufbringe. Also ich bin sonst eigentlich eher nicht so technisch begabt oder mit kleinen Sachen, aber wenn das Hamster sind oder Tiere sind, dann ist das völlig anders. Also da bin ich gut. Es sind natürlich keine Haustiere, sondern Versuchstiere. Und das heißt natürlich, dass wir die auch manipulieren. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen, weil ich denke, dass niemand Tierversuche machen sollte, der kein Händchen für Tiere hat. Einfach weil das ist nicht fair. Und ich weiß, wenn ich an den Tieren was manipuliere, dann mache ich das so gut es irgend geht und so verantwortungsvoll das irgend geht. Und dann mache es besser ich als irgendjemand, den es nicht schert. Ich habe eben an sehr vielen verschiedenen Orten studiert und promoviert und Postdoc gemacht. Also das ist immer mit einem Wechsel einhergegangen. Und für mich ist das eigentlich sind das eigentlich meine wertvollsten Erfahrungen und Erlebnisse, die ich da gemacht habe, weil das für mich auch eine große Herausforderung gewesen ist. Also ich bin früher ein furchtbar schüchternes, verklemmtes, kleines Mädchen gewesen. Ich habe die Zähne nicht auseinandergekriegt und habe mich immer ganz unwohl gefühlt, wenn ich nicht in meinem Kreis irgendwie gewesen bin. Und dieses Rausgehen und woanders hingehen und wieder von Null anfangen, das ist für mich jedes Mal wirklich eine Herausforderung gewesen. Und ich habe da unglaublich viel gelernt. Mein Objekt ist auch voll in diesem Sinne. Das ist so eine kleine Spieluhr. Die habe ich mal von meinen Eltern irgendwann als Beipack zu einem Weihnachtsgeschenk bekommen. Und das ist eine Spieluhr, die spielt, also da ist so ein Seemann drauf und die spielt La Paloma. Und kann man das hören? Genau, die spielt La Paloma und das ist so ein Lied, was mich auch schon immer begleitet hat, also vielleicht auch schon im Elternhaus. Aber ja, dass man so diesen Drang hat, rauszugehen und das Alte dann auch hinter sich zu lassen und dann wird zur See gefahren und dann ist alles gut. Ja.
hat mich schon oft getröstet, auch in irgendwelchen Anfangszeiten, wenn ich dann irgendwo neu war und nicht wusste, wie der Hase läuft und schon auch oft gesessen habe und gedacht, mein Gott, was mache ich hier und warum tue ich mir das an und warum bin ich nicht einfach zu Hause geblieben und jetzt alles wieder von null und ich weiß hier überhaupt nicht, wie es weitergeht und was jetzt passiert. Und naja, und dann hat mich sowas immer so ein bisschen aufgerichtet, dass ich dann gedacht habe, Mensch, nee, komm, jetzt nach vorne und gucken wir doch mal, ob wir das auch noch gebacken kriegen. Nee, als Lebensperspektive ist das natürlich, also so langsam wird es Zeit, irgendwo auch mal anzukommen. Und ich hätte gern irgendwo eine Basis, so eine Art Hafen. Und von da aus kann man dann ja immer noch so seine Stippvisiten machen. Also dafür eignet sich Wissenschaft natürlich hervorragend. Alles ist international und überall gibt es Kollaborationen. Und da gibt es immer die Möglichkeit, phasenweise mal irgendwie was anderes zu machen. Und es muss ja nicht immer verbunden sein mit dem ganz klaren Schnitt und jetzt packe ich wieder meinen Koffer und jetzt gehe ich wieder irgendwo hin und fange wieder von null an. Also das muss ja nicht sein und das hoffe ich auch, dass sich das dann jetzt irgendwie so ergeben wird. Also für diesen Antrag jetzt, da habe ich mich neben meinem normalen Job, also abends und am Wochenende, hingesetzt und versucht, mir irgendwas zu überlegen, was ich in so einen Antrag reinschreiben könnte. Das Ganze war sehr unter Zeitdruck und ich habe nicht viel Zeit gehabt. Also ich konnte das nicht in meine normale Arbeit integrieren. Ich habe es dann eben in meiner Freizeit gemacht und das war sehr anstrengend. Aber das war schon schwierig. Aber als es dann fertig war, war ich auch ein bisschen stolz. Also kann man nicht anders sagen, weil das habe ich ganz alleine gemacht. Ja, ganz alleine. Und als ich das dann auch noch gekriegt habe, habe ich gedacht, Mensch, so schlecht kann es ja gar nicht gewesen sein. Also das ist ja wirklich toll. Also als erstes Mal habe ich einen riesigen Schreck gekriegt, weil das vorher eben wirklich nur so eine Idee war. Oh ja, ich möchte gern meine eigene Gruppe haben, das klingt doch super. Und dann auf einmal lag dieses Bewilligungsschreiben auf meinem Tisch und ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt wird das wahr. Was für eine große Nummer letztendlich, also ja, eben von dem, ich bekomme gesagt, was ich zu tun habe und das arbeite ich dann ab, zu, ich muss mich wirklich dann um alles selber kümmern. Und das war hier dann auch wirklich so, dass der Tierstall ausgebaut werden musste, das Labor eingebaut werden musste und man steht dann da und denkt so, boah, wie geht denn das? Naja, ich mache mich dann halt irgendwie schlau und dann hoffe ich, dass es richtig war und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also noch, wir haben jetzt Tiere, die wirken ganz glücklich und das Labor funktioniert auch. Also das geht. Aber es ist schon ein großer Sprung ins kalte Wasser, ja. Also erstmal die ganze Administration, die dann dahinter steckt, also wo ich auch zum ersten Mal so wirklich konfrontiert bin mit ja, der Administration an der Uni und was man, oh Gott, wofür man alles Zettel braucht und wofür man alles Genehmigungen braucht und wofür man alles Anträge schreiben muss, das habe ich nicht gewusst. Das macht mir auch nicht besonders viel Spaß, aber es muss halt gemacht werden. Und zum Glück bin ich ziemlich knickerig und immer vorsichtig mit Geld. Insofern wird sich das schon ausgehen, aber das sind auch Summen, mit denen man so im täglichen Leben überhaupt nie zu tun hat. Also das ist dann eben schon ganz anders. Und was natürlich ein großer Batzen ist, sind Mitarbeiter. Also ja, dass man dann eben auch für andere Leute verantwortlich ist letztendlich und da bin ich gespannt, wie das wird. Also was mir allerdings auch sehr viel Spaß macht, ist Lehre. Ist zwar auch viel Arbeit natürlich, aber ach, ich finde das toll, wenn man Leute für irgendwas begeistern kann, was einen selber irgendwie auch fasziniert und ja, das macht mir schon Spaß. Und deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass ich jetzt diese Stelle habe, weil ich jetzt letztendlich das machen kann, was mich interessiert. Das ist toll. Und ich muss nicht für irgendjemanden was machen, was mich vielleicht gar nicht so sehr interessiert oder was ich einfach machen muss, weil es ansteht, sondern ja, ich kann hier wirklich dann selbst entscheiden, das interessiert mich und das möchten wir gerne machen und dann machen wir das.